Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Ja, wir schauen von Montag bis Sonntag, wie immer, nichts Neues. Aber natürlich schauen wir diesmal vom 13.11. bis zum 19.11.2023 in Liebe, Beruf, Partnerschaften, Finanzen, Selbstständigkeit, Behördengelder, Ämtergelder, Angestelltenverhältnis und natürlich, wie geht es uns? Was dürfen wir in dieser Woche erfahren, ja, was wir angehen können, was wir vielleicht lassen sollen, wie sind unsere Stimmungen. Es ist natürlich ein Kollektivorakel, es kann passen, muss aber nicht, da Zeit und Raum, ja, das gibt es da oben nicht und manche haben diese Themen, manche haben diese Themen und deswegen kann sich das mal verschieben. Bei dem einen tritt das in 2 Wochen erst ein, bei dem einen noch viel länger, beim anderen war es schon oder man befindet sich mittendrin. Aber es ist immer wichtig zu wissen, bei den Kollektivenergien kann man so ein Gespür für die Menschheit bekommen. Und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Ansonsten könnt ihr natürlich sehr gerne eine private Legung bei mir buchen. Unterm Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in den Kanalinfos. Und dann schauen wir ganz individuell die 36 Lennys für euch. Und noch andere Karten kommen natürlich immer dazu. Ich bin so die Kartenzieherin im Vorfeld. Bevor ihr anruft, ziehe ich schon Karten für euch. Währenddessen und. Also die bei mir schon gebucht haben, die wissen, dass ich noch eine Karte ziehe und noch eine Karte. Also sehr, sehr gerne. Genauso auch bin ich schon fleißig dran mit den Jahreslegungen für 2024. Dafür könnt ihr gerne auch anfragen. Jetzt begrüße ich meine lieben Abonnenten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und freut euch, beziehungsweise seid neugierig, was die Woche so bringt. Alle, die heute neu auf meinem Kanal sind, euch begrüße ich natürlich auch recht herzlich. Schön, dass ihr hingefunden habt. Mich würde es natürlich noch viel, viel mehr freuen, wenn wir unsere Community vergrößern und ihr hier bleibt, ein kostenloses Abo hinterlasst. Auch an die anderen gilt das, die immer schauen. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren ist kostenlos, unterstützt mich total. Und natürlich der Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das ist so meine kleine Wertschätzung. Die Wertschätzung an mich, an meine Berufung, an meine Arbeit. Und alles soll ja auch ein Energieausgleich sein, ne? Und ihr habt das kostenlos, deswegen ist das alles ein Geben und Nehmen. Und ich freue mich deswegen mega über den Daumen hoch und über das kostenlose Abo von euch. Vergesst bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos. Aber auch wenn ich Informationen mal euch mitteilen möchte, Community Post, dann natürlich auch darunter. Okay, ich würde sagen, jetzt starten wir aber mal hier in diesem Theater, in Anführungsstrichen. Wir schauen uns die Wochenenergien, Kollektivenergien für die kommende Woche an. Und zwar schauen wir vom 13.11. bis zum 19.11.2023 in Liebe, Beruf, Partnerschaften, Finanzen, Behördengelder, Angestelltenverhältnis, natürlich auch Selbstständigkeit. Wie geht es uns? Was wollen uns die Karten alles verraten? Das nehmen wir dankend an und freuen uns natürlich auch sehr darüber. Münzt bitte den Anker immer auf euch um. Der Anker ist die Arbeitskarte, aber auch, wo ihr sonst Verträge habt, wo ihr Gelder bezieht. So, ich mische so lange, bis ich denke, dass es reicht. Und dann starten wir natürlich. So. Ich mache erstmal die ersten 3 Stapel für die ersten Energien. Was haben wir? Das Schiff, da haben wir den Berg und da haben wir die Blumen. Okay, also irgendetwas, was so eigentlich in Bewegung scheint zu sein. Schiff ist jetzt nicht das Schnellste, aber irgendwas blockiert hier, ne? Aber das soll so sein. Bitte deswegen nicht verzagen, ne? Sondern dabei dranbleiben. Es entwickelt sich, weil wir haben die Blumen schon. Das ist die Belohnung, das ist das Schöne, was uns erfreut. Ne? Ich sage immer wieder, es ist ein Lächeln bis hin zu einem großen Geschenk, eine Einladung etc. pp. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass jemand hier eine Reise gebucht hat und irgendwas ja, kommt dazwischen, passt gerade nicht. Ne? Der Berg ist immer zu erklimmen. Und das ist auch die Frühjahrskarte. Kann sein, dass eine Reise verschoben wird oder dass man sagt, okay, wir fahren jetzt doch nicht mehr im Winter. Oder jetzt noch im Herbst, wie auch immer, sondern wir fahren nächstes Jahr im Frühjahr dann. Ne? Das kann gut auch sein, dass das jetzt gerade etwas im Umschwung ist, dass man da was umplanen muss. Aber auch Sehnsüchte bedeutet das Schiff. Und es kann auch sein, dass wir gerade so auf unserer Reise sind und wir nicht so ganz zufrieden mit uns sind. Dann auch nicht verzagen, die Blumen bedeuten schon, dass alles wieder gut wird und alles so wieder wird, wie wir es uns auch wünschen. Ne? Wir kriegen dann sozusagen die Belohnung. So, jetzt schauen wir uns natürlich aber das große Blatt an, was wir da für Karten haben. Wichtig ist immer zu wissen, dass wir alle die Frau hier im Kartenblatt sind, im Kollektivorakel. Ich zeige sie euch gleich, die 29, die Frau. Und der Mann, die 28, ist unser Herzmensch, Herzmenschen, wie ich es immer so liebevoll sage. Aber ich zeige euch gleich natürlich gerne die Karten und dann wisst ihr auch Bescheid. Wenn die Personenkarten sich auch mal zeigen, ne? Wenn sie sich zeigen wollen.
Hier ist der Mann. Also, liebe Herren, ihr seid es jetzt hier in dem Kartenblatt nicht, aber natürlich, wenn wir individuell für euch eine Kartenlegung machen, dann seid ihr natürlich der Mann. Hier ist es hier, unser Herzmensch, ob Mann oder Frau, das wisst ihr am besten. Und wir sind die Frau, die hoffentlich auch gleich mal hier auftaucht, nämlich die Fragesteller, Fragestellerin oder der Fragesteller, Fragestellerin. Okay, hier liegen wir. Jetzt gucke ich mal, ob wir soweit alles sehen können, beziehungsweise ich sehe alles. Wäre auch schade, wenn ich das nicht könnte. Aber ich denke, bei euch geht es auch. Hier haben wir die Sense und da haben wir die Blumen rechts. Okay, was sagen uns die ersten drei Karten? Baum, Reiter und Mäuse. Ja, der Baum, der liegt auf dem Reiter. Das heißt wirklich hier Wachstum. Auch was unsere Balance, unsere Seelenharmonie, Seelenbalance, unsere Psyche auch betrifft. Ne? Da haben wir schon hier auch wieder Wachstum. Da, wo wir vielleicht isoliert waren, wo wir vielleicht traurig waren, kommen die Entscheidungen, die neuen Wege, auch die neuen Möglichkeiten, dass es uns wieder besser geht. Vielleicht waren auch finanzielle Themen da, die nicht so gut sind, ne? Die peu à peu auch wieder in Wachstum kommen. Wir kriegen Nachrichten, wahrscheinlich auch vielleicht wegen Geld. Oder natürlich die Fische im Kollektivorakel sind natürlich auch ein Liebesding, eine wichtige Karte. Auf jeden Fall ist so, dass, dadurch, dass der Reiter liegt jetzt hier auf dem Alltagsglück, auf dem Wachstumsglück, hier ist die Wunscherfüllung, kann sein, dass wir schneller auch wirklich ins Wachstum, in die Bewegung kommen, als wir uns das auch jetzt gerade so noch vorstellen können. Ne? Der Schlüssel sagt hier auch, mit Sicherheit kommt es alles ins Reine, die Wunscherfüllung liegt daneben, zweifeln sollen wir bitte nicht. Ne? Wenn Nachrichten kommen, kommt die Klarheit dann auch rein, es ist alles in Verbindung, die Kommunikationsnachrichtenkarte kann durch Treffen, durch Telefonat, durch WhatsApp, alles Mögliche auch passieren, aber nicht zweifeln, weil wir haben das Alltagsglück hier schon drauf, was zu uns kommen möchte. Und das Alltagsglück ist das Wachstumsglück mit der Veränderung, schicksalhaft, und dann gehen auch die Blockaden hier raus. Ja, und manchmal haben wir auch hier, natürlich kann jetzt auch ganz klassisch der Turm unsere Selbstständigkeit sein, das kann aber auch können Institutionen, Behörden etc. Arbeitgeber sein, wo wirklich hier vielleicht auch Gehaltserhöhungen etc. versprochen wurden, aber halt nicht so eingehalten wurden oder die Gelder wirklich gerade knapp sind, war nämlich in den Sarg daneben. Aber schicksalhaft wird sich das alles wieder legen. Ne? Also nicht zweifeln, es braucht seine Zeit. Wir haben aber trotzdem auf dem Schicksal schon das Schöne mit dem Neuanfang. Aber ich sage ja immer wieder euch auch, ne? Gedanken, also Energie folgt der Aufmerksamkeit und das sind unsere Gedanken. Und wenn wir natürlich die ganze Zeit immer nur sagen, ja, kommt sowieso nicht und sind pessimistisch, dann kann auch nichts fließen. Ne? Schicksalhaft möchte es kommen, ist auf jeden Fall prozessmäßig, ist es dabei, ne? Sozusagen auch zu entstehen, auch weiterzukommen. Wir haben Wachstum, letztendlich als Außenkarte mit dem Neuanfang, mit dem Schönen, wo jetzt hier die Sense noch reinsticht, ne? Wo wir jetzt hier noch zweifeln, wo wir jetzt noch nicht vertrauen können, wo es vielleicht uns jetzt finanziell gesehen noch nicht so gut geht. Ne? Aber mit Sicherheit kommt da was. Ich sage euch aber auch im Vorfeld, dadurch, dass wir hier mit den Finanzen diese Woche ein bisschen ein Thema haben, es sind Verluste da, es kann sein, dass auch, also die Mäuse, die sagen nicht irgendwie, dass das jetzt ein mega, ne, Verlust ist. Wir haben ja schon einen Reiter auch daneben mit Wachstum, ne? Aber es sind Ausgaben halt da und die müssen wir halt dementsprechend auch irgendwie, ja, ich sag jetzt mal auch, ja, wir müssen gut damit, mit dem Rest halt, also die Ausgaben müssen wir halt natürlich ausgeben, mit dem Rest, so will ich sagen, ich will so viel mal auf einmal sagen, bei mir fließt es nämlich immer, aber mit dem Rest müssen wir gut haushalten, ne? Weil da ist das Schiff halt dazwischen, zwischen Wachstum und dem Geld. Und wir haben die Sense hier auch, was heißt, dass die Ausgaben da sind, aber peu à peu kommt halt alles auch wieder ins Reine. Und dann haben wir auch wieder die Sicherheit, wo wir jetzt gerade vielleicht dran zu knapsen haben und auch nicht dran glauben, dass es alles wieder in die richtige Richtung geht. Wir haben aber die Treue schon hier auf dem Geld, da haben wir die Sonne auch auf dem Hund liegen mit dem Neustart, Wachstum. Also nicht zweifeln. Wünscht euch das, was ihr gerne wollt, ne? Das ist immer ganz wichtig. Und dann kommt das auch. Und auf der anderen Seite geht es auch bei manchen hier wirklich in Herzangelegenheiten, dass Trennungen da waren, da sind, dahin kommen, mit Herzmenschen oder mit allen. Ja, ich sage jetzt mal, das Herz ist ja nicht unbedingt immer nur die Liebe. Ne? Das muss man auch hier nochmal ganz klar und deutlich sagen, wo jetzt die Blockaden drauf sind. Und die Fische im Kollektiv sind nun mal auch so eine Sehnsuchtskarte und ist aber auch die emotionale Fülle natürlich, aber auch die finanzielle, materielle Fülle, wenn da nicht der Sarg in dem Moment daneben ist. Ne? Und aus dem Außen ist hier nun mal was und mit Sicherheit haben wir hier auch Verluste. Aber es muss nicht nur finanziell
gesehen werden, sondern es kann auch emotional gesehen werden, ne, im Kollektivorakel. Und es kann sein, dass wir wirklich in, ja, bei Herzmenschen, Herzmenschen, Familie, Freunde, dass wir da Themen haben, wo wir traurig drüber sind. Ne? Wir haben hier, er oder sie schaut hier auch in die Schlange, in die Komplikationen rein oder natürlich auch, wenn noch jemand da ist, ne, wo hier im Häuslichen auch nicht alles gut läuft, vielleicht deswegen, aber es wird hier wirklich auch über die Liebe gesprochen und das mit Sicherheit. Und dann haben wir hier die Harmonie-Balance-Karte auch schon wieder dabei, was wir jetzt noch gar nicht erahnen können, dass das kommt. Hier ist die Liebe drauf und da ist die Sonne auch wieder, die, das Vertrauen auch. Wir schauen schon wirklich auch ins Vertrauen rein, wir schauen wieder in unsere Harmonie, unsere Balance auch rein, wo wir wirklich jetzt so uns noch ein bisschen hier, ja, ich sag mal, auch aufgrund vielleicht der Komplikation oder wenn da noch jemand ist, uns nicht gut fühlen etc., die Entscheidungen kommen, was wir jetzt noch gar nicht so greifen können. Und auf der anderen Seite ist es auch hier so, weil wenn wir die Reihe hier weitergehen, die Sense sticht hier in den Bären hinein, dass wahrscheinlich bei uns allgemein viel los. Ich habe ja vorhin auch gesagt, mit den Finanzen, dass da halt auch ein Thema gerade sein kann. Aber hier kann auch sein, die Sense sticht hier in den Bären hinein, dass unsere Stärke, Kraft uns gerade auch fehlt, bezüglich hier auch in Berufsangelegenheiten. Wir liegen auf dem Beruf, auf der Verankerung. Ich habe vorhin am Anfang auch gesagt, denkt dran, münzt das immer bitte auch auf eure Situation um, woher ihr Geld bekommt. Es kann bei Selbstständigen jetzt gerade auch der Anker sein im Kollektivorakel, es kann bei Behörden sein, ne, wenn ihr Amt aus von Ämtern Geld bezieht, also sprich auch Renten. Aber letztendlich ist es hier so, dass vielleicht, ja, ich sage jetzt mal Chef, Chefin, gerade euch nicht so gut gesonnen ist, weil er oder sie hier eigene Themen hat. Und deswegen dauert das alles noch ein bisschen, bis, ich sage jetzt mal, vielleicht die Gehaltserhöhung kommt, das Versprochene kommt etc., wo halt Klarheit über die Gelder reinkommt. Letztendlich haben wir hier, habe ich euch vorhin schon gesagt, auf den Geldern den Hund mit der höchsten Glückskarte, mit den Entscheidungen auch, wo die Komplikationen dann auch natürlich auch rausgehen können, ne? Und rausgehen werden. Die spiegeln sich hier schon mit dem Berg, ne? Also das ist, was auch hier heißt, auf jeden Fall, das ne, ich sag mal so, ist ja wie Minus und Minus ergibt dann wieder Plus, ne? Komplikationen und Themen, die da sind, die sind zumeist, das Alltagsglück kommt mit dem Schicksalhaft schon hier, wir haben hier schon die Trennung auch des Berges, ne? Deswegen hebt sich das hier auch, wir haben die Veränderungen schon auf der Schlange liegen. Wir haben bei ihm oder ihr, wenn da noch Themen sind, kann sein, dass er mit Geldern halt oder sie halt mit Geldern auch zu tun hat. Deswegen geht es ihm oder ihr auch nicht so gut. Ich habe vorhin ja auch gesagt, die Sense sticht auch hier in diese Person rein. Die kann beruflich bei euch ein Thema sein, wo halt Themen da sind. Es kann aber auch natürlich die Verankerung auch häuslich sein. Es kann Vater, Mutter sein. Aber natürlich kann das auch sein, dass da halt ja, jemand noch ist, wo ihr vielleicht gedacht habt, das wird nochmal irgendetwas aus dem Beruflichen her. Ich sage jetzt mal ein bisschen mehr als Liebe. Aber schicksalhaft ist hier irgendwas so, dass es halt nicht so euch so zusammenbringen möchte. Ne? Das Außen bestimmt hier, ne? Das ist so ein bisschen, wir haben die Liebe im Kopf, das Außen, Schicksal. Und wir haben aber hier den Sarg drauf liegen, auf dem Außen. Und mit Sicherheit ist hier irgendwas, was auch in den Verlust gerät. Ob das jetzt hier die Person ist, ich habe ja vorhin gesagt, auf der Arbeit, die euch erstmal was verspricht, wo es erstmal vertagt wird, wo es vielleicht nicht so wird, wie ihr euch das wünscht. Aber es ist alles erstmal. Wir haben hier wirklich Wachstum mit den schnellen Nachrichten auch. Ne? Peu à peu geht es um die Sicherheit, zweifelt nicht daran. Nicht zweifeln am Neuanfang. Es kommt Klarheit rein. Es kann sein, dass durch die Klarheit auch so ein bisschen Stresshektik nochmal aufkommt. Deswegen glauben wir nicht mal an die Wunscherfüllung, aber wir haben das Alltagsglück hier schon drauf. Aus dem Außen auch hier, ich sage euch immer wieder, wo ein Ende ist, ist auch ein Neuanfang, auch finanziell gesehen, emotional, auch mit dieser Person, wenn die jetzt gerade wichtig für euch ist. Und dann ist die höchste Glückskarte mit Entscheidung auch bezüglich hier der Schlange. Ob das jetzt nun Themen sind oder wie ich euch sagte vorhin schon, kann das auch letztendlich eine Person noch sein, ne, wo drüber gesprochen wird, was jetzt noch gerade häuslichen Frieden hier oder, nee, ja, den häuslichen Frieden halt umdreht, deswegen gerade nicht häuslichen Frieden bringt. Wir haben bei uns im Hause aber schon hier Kraft und Stärke. Wir haben aber auch, was ich vorhin sagte, die Sense sticht auch in diese Person rein. Das ist ja Kraft- und Stärke-Karte. Es kann einmal sein, dass wir auch wegen den Geldern nicht so ganz gut die Woche drauf sind halt. Aber wir haben hier auch nochmal das Signal ganz klar,
dass wenn die Sense hier reinsticht und wir haben noch den Sarg hier auch darüber, mit Sicherheit darüber auch Nachrichten halt auch kommen, dann kann sein, dass halt diese Person, ich sage euch ja immer wieder, der Herzmensch, Herzmenschen kann natürlich auch die eine Person sein, aber es kann auch sein, dass das jemand anders ist, ne? Wo ihr vielleicht eher Ambitionen jetzt geradezu habt oder ihr euch was wünschen würdet, aber es gerade ja, wegen Belastung seiner, ihrerseits halt im Moment gerade nicht so funktioniert. Ne? Spiegelt euch auch mit dem Bären. Es kann wirklich jemand sein, auch gerade ihr lieben Singles, beruflich gesehen vielleicht, von eurem Beruf her oder von seinem, ihrem Beruf. Ansonsten haben wir hier, wenn wir ihn oder sie hier beschreiben, aber auch wenn es euer Herzmensch ist, wir haben mit Sicherheit hier die Wunscherfüllung. Er oder sie zweifelt aber auch ganz stark dran. Wir haben das Ende schon hier mit der Schlange, das heißt mit der Person oder mit den Komplikationen, sodass hier wirklich wieder Stärke, Kraft auch bei ihm, ihr wieder eintritt, wo jetzt gerade hier die Sense reinpiekst. Was heißt, ihm oder ihr geht es überhaupt nicht gut. Wir haben das Buch schon daneben, wo das Herz ja drauf liegt, ne, wo jetzt die Blockaden noch da sind, aber durch die Gespräche wieder hier auch alles, ja, ich sag mal so, sich auflösen kann, beziehungsweise weitergehen kann. Wir haben auf dem Haus hier die Verbindungskarte auch, worüber halt gesprochen wird. Aber das muss natürlich hier noch ein Thema sein. Vielleicht ist auch ein Thema, was ihr noch nicht wusstet, auch wenn ihr jemand Neues kennenlernt, ne? Aber wir haben mit der Spiegelung hier schon das Ende und die Entscheidungen kommen und die Schlange liegt auch auf den Entscheidungen. Und das dürft ihr sehen. Vor allen Dingen Gespräche hier über die Liebe, 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 finden halt hier auch statt. Ne? Das ist auch aus dem Außen schicksalhaft, wo vielleicht wirklich hier ein Thema zu Ende gehen darf. Endlich, endlich hier. Weil die häusliche Verbundenheit ist nun mal noch da, aber die blockiert halt derzeit gerade eure Liebe dann auch. Wenn ihr jemand ganz Neues kennenlernt und ich diese Person hier beschreiben darf, selbstständig, kann Lehrer, Trainer etc. sein, möchte auch endlich auch einen anderen Weg gehen, einen neuen Weg, möchte die Komplikationen oder hier eine Dame, einen Herrn hinter sich lassen, mit Sicherheit sehr feinfühlig, spirituell. Der Fuchs hier in dem Moment sagt, cleveres Kerlchen, cleveres Bienchen, wie auch immer ich das sagen darf, Mann oder Frau. Sternenkarte ist immer hier auch, ne? Letztendlich mit Sicherheit jemand empathisch ist, mit dem oder ihr man auch sehr gut sprechen kann. Und Aufbauglück haben wir hier mit dem Reiter, mit der Aktivität, dass man hier auch die Treffen hat. Und mit Sicherheit auch Wachstum, wenn diese Entscheidung hier getroffen wird, wenn neue Wege gegangen werden. Und wie gesagt, ich sage euch immer wieder, es kann gut sein. Ne, die Blockaden, habe ich ja vorher schon gesagt, die nehmen jetzt schon hier die, wie heißt es, die Umwege, die Komplikationen hier raus. Zweifelt nicht daran. Ne? Bei ihm oder ihr ist die Wunscherfüllung im Kopf, hat aber noch die Themen da, was ich vorhin ja auch sagte, auch wegen Geldern vielleicht, ne? Auch was jetzt die Person betrifft oder wenn es halt allgemein bei ihm oder ihr ums Geld geht. Das sind halt auch, können ja auch die Themen sein und müssen nicht unbedingt eine Person hier darstellen. Aber peu à peu geht das auch in Bewegung und dann, wenn das hier auch in den Verlust gegangen ist, ne? Das, was die Sicherheit ihm oder ihr nimmt, das, dann bringt es auch euch weiter. Durch die Gespräche mit Sicherheit, mit Harmonie, Balance hier auch, was man jetzt noch gar nicht so offenlegen kann und vielleicht im Geheimen noch auch ist, auch was die Liebe, Liebe betrifft. Deswegen haben wir noch die Blockaden da drauf. Ne? So, ich wollte mal gerade mal gucken, wir korrespondieren auch mit dem Reiter, mit den Aktivitäten und er oder sie hat das Alltagslook in der Korrespondenz, spiegelt sich mit den Tacheles-Gesprächen mit Sicherheit, was ich vorhin auch sagte. Also es sieht schon sehr, sehr gut hier auch aus. Das Thema ist hier zu klären, definitiv, auch wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Aber dann sollte es auch gut werden. Ne? Wir haben jetzt noch gerade wirklich, wo wir nicht wirklich daran glauben, dass es hier zum Neustart, Neuanfang schicksalhaft kommen kann. Aber deswegen zweifelt hier nicht an der Wunscherfüllung. Weil das bringt euch peu à peu in die Stabilität auch wieder, auch in den Seelenfrieden. Auch letztendlich die Gelder können dann auch wieder kommen. Da, wo jetzt vielleicht gerade viele Geldausgaben sind, haben wir die Treue drauf mit der höchsten Glückskarte. Wir haben den Mond hier, die Erfolgskarte auch in der Mitte mit Nachricht, Kommunikation, die wirklich hier uns wieder Sicherheit, Stabilität geben durch Behörden, Selbstständigkeit, durch Arbeitgeber, ne? Durch halt neue Optionen, auch wo jetzt noch die Blockaden drauf sind. Aber schicksalhaft kommt das Alltagsglück hier mit den Nachrichten, habe ich ja vorhin auch schon gesagt.
Und wir haben hier in der Liebe die Diagonale, die ist wunderschön mit der höchsten Glückskarte, Liebe mit Vertrauen, Treue, alles. Auf der anderen Seite haben wir Alltagsglück, was jetzt noch ein bisschen hier und Stress und Hektik bereitet, deswegen, weil wir halt auch nicht dran glauben, dass das alles so geht. Aber halt immer wichtig, hier ist die Geduld gefragt. Ich glaube, es ist diese Woche auch ganz wichtig, Geduld. Emotional, aber auch finanziell, aber dann kommt auch die Klarheit und alles rein. Und dann sind wir auch wieder gut dabei. So, und auf der anderen Seite habe ich vorhin gesagt, letztendlich bei der Liebe mit dem Alltagsglück. Und da haben wir das Schöne auch mit dem Neuanfang, nicht zweifeln. Das ist ultra wichtig, nicht zweifeln diese Woche. Bleib positiv, auch wenn es manchmal viel Kraft kostet, aber das ist unheimlich wichtig, dass wir das halt auch sind. Weil die Treue haben wir schon bei uns mit der höchsten Glückskarte und den Entscheidungen bezüglich hier. Unternehmen oder ich habe auch die Diagonale hier auch mit der Schlange, falls eine Person da ist. Hier ist schon die Trennung auch. Finanziell müssen Sachen geklärt werden, definitiv. Und auf einmal ist die Wunscherfüllung mit den Aktivitäten auf der anderen Seite. Das sind die Nachrichten schon hier, was man noch gar nicht alles so packen kann. Und wahrscheinlich kommt alles dann, ja, wenn man halt dranbleibt, wenn man positiv bleibt, auch schneller, als man das sich gedacht hat. Ihr Lieben, ich drücke euch ganz feste, wünsche euch eine zauberhafte Woche. Wenn ihr es heute am Samstag schaut, 11.11., vielleicht seid ihr unterwegs, leitet den Karneval 2024, 2023, 2024 ein. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche Samstag hier wieder. Ich hoffe ja, dass ihr andere Orakel auch die Woche schaut. Da würde ich mich mega drüber freuen. Okay, ihr Lieben, dicken Drücker und bis bald. Tschüss.